Oh, nein, 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 scheiße, komm da raus. Ach du Fuck, meine Route. Herzlich willkommen zu einer Anleitung und zum kleinen Tutorial, wie man sich selbst einen Hechtschädel präpariert, beziehungsweise heute geht es ums Gebiss und um die Kiemendeckel. Wenn man Fische zum Präparator bringt oder sowas, ist es ja wirklich teuer. Und für ganz besondere Fische und Anlässe mag das ja gut sein, aber ich bin ein großer Fan davon, Fische komplett zu gebrauchen, zu benutzen, zu essen und so weit wie möglich eben auch zu verarbeiten. Hier seht ihr einen 70er Hecht, es war jetzt kein Riese, den habe ich sauber filetiert, das Fleisch liegt im Tiefkühler und ich schneide mit einem Messer erstmal den Hechtschädel ab und jetzt am Anfang versuchen wir möglichst viel Fleisch eben aus dem Schädel herauszunehmen. Ich weiß, es gibt auch noch andere Methoden, wie den Hechtschädel in der Dose im Ameisenhaufen zu vergraben und so weiter und so fort. Das kann auch alles funktionieren. Wir werden heute aber die Methode nehmen, und zwar mit dem siedenden Wasser und den Schädel abkochen und dann am Ende ein kleines, schönes Präparat haben und eine tolle Erinnerung an diesen schönen Fisch. So, ihr seht, ist ein bisschen martialisch, dass ich da wie ich da drin rumstoche und wie ich daran arbeite. Aber dadurch, dass man eben ganz viel Fleisch am Anfang entnimmt, kommt die Hitze besser an den Knochen und an den Knorpel ran und man braucht nicht so viel Zeit da drin, beziehungsweise die vorderen Zähne liegen ja meistens direkt im kochenden Wasser dann drin. Die werden dann schneller lockerer, fallen dann eher aus. Wenn man da eben ganz viel wegarbeitet vorher, dann hat man nachher die Chance, das Präparat auch relativ unbeschadet wieder aus dem Wasser rauszubekommen. Auch die hinteren Flossen kann man alles abschneiden. Und es ist dann erstaunlich, wie wenig von dem Schädel an sich noch übrig bleibt, wenn man das erstmal erledigt hat. Na, ihr seht, da kommt ganz schön Material raus. Man kann natürlich daraus auch noch eine Fischsuppe kochen, gerade wenn man den Hecht sehr schnell und frisch verarbeitet. Allerdings verzichte ich in dem Fall jetzt drauf. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video. Wird man sehen. Immer schön auf die Finger achten. Scharfes Messer ist sowieso Pflicht für einen Angler. Auch nochmal die Kiemen entfernen. Ist jetzt nicht jedermanns Arbeit, aber das Ergebnis spricht am Ende für sich. Und Unkosten fallen bei so einer Eigenpräparation eigentlich kaum welche an. Ihr seht, ihr könnt da jetzt sauber durchgucken durch das Maul. Da ist nicht mehr viel übrig. Und jetzt geht es dann Richtung kochenden Topf langsam. Wichtig ist, dass ihr das Wasser einmal sprudelnd aufgekocht habt und es dann vom Herd runternehmt, damit es nicht mehr sprudelt. Und darauf achtet, dass ihr den Kopf auf gar keinen Fall überkocht, weil ansonsten zerfällt euch der komplett. Ja, da sehen wir dann auch schon den Herd. Da ist der Koch daneben. Das Wasser siedet schön. Ich stelle den Herd jetzt aus. Ziehe den Topf runter. Und dann werde ich auch den Hechtschädel komplett ins Wasser legen. Der soll bedeckt sein. Der darf auch frei schweben. Und ich habe hier eine Zeit von 5 Minuten genommen. Das ist schon etwas grenzwertig gewesen für den hier. Ihr seht hier an der Seite, wie sich das Fleisch schon direkt löst, wie der anzieht. Und ihr solltet auf jeden Fall dabei stehen und zugucken. Vielleicht klappt es nicht beim ersten. Ihr solltet auch nicht gleich den ersten 1,20 Meter Hecht so verarbeiten, sondern ihr solltet vielleicht mal mit einem Portionshecht 50, 60, 70 cm anfangen. So, 5 Minuten später. Ihr seht, das ganze Wasser ist blind geworden, der Fisch ist blind geworden.
Ich nehme den jetzt vorsichtig mit der Kelle raus. Das Fleisch hat sich schön gelöst. Ganz wichtig ist, lieber zu kurz, nicht zu lang, weil wenn er einmal durch ist, dann zerfällt er euch und dann habt ihr nichts mehr davon. Gut abtropfen lassen und dann abkühlen, weil der hat jetzt auch noch eine gewisse Rechtshitze und dann tut es auch ganz schön weh an den Pfoten, wenn man da direkt weiterarbeiten möchte. Ja. So, mittlerweile ist der Schädel etwas abgekühlt. Ich kann ihn zumindest wieder anfassen zu dem Zeitpunkt. Er dampft zwar noch etwas vor sich hin. Natürlich in den Bäckchen und sowas sitzt da auch noch gewisse Hitze. Wieder ein scharfes Messer und einfach eine alte Zahnbürste genommen. Mit der lässt sich dann am besten arbeiten. Und auch mit der Bürste kann man dann eben entweder man macht ein ganzes Schädelpräparat, dann wischt man dir eben vorsichtig die Haut und die Fleischreste runter. Hier an der Seite sehen wir schön, wie schon sich alles löst. Und es scheint doch noch ein bisschen warm zu sein. Also es ist dann doch erstaunlich, wie viel Fleisch noch in so einem Hechtschädel drin sitzt. Allerdings natürlich auch gretig. Desto vorsichtiger man arbeitet und desto genauer man auf den Punkt gekocht hat, desto schöner werden die Präparate am Ende auch. Es sind Erfahrungswerte. Man kann nach der Größe des Fisches da nie urteilen. Hier seht ihr, was da noch für Brocken, also die Bäckchen rauskommen. Und dann versuchen wir jetzt eben an den Unterkiefer und an die Kiemendeckel zu gelangen. So, da haben wir den ersten. Die kann man nachher dann eben schmetterlingsförmig aufspannen. Die haben sich auch gelöst. Oben sind da noch leichte Knorpelteile dran. Kann man auch einfach abzupfen. Solange das noch warm ist, sollte man etwas vorsichtig damit umgehen. Sie sind da zwar auch biegsam, aber ja. Der Vorteil ist, wenn man den ganzen Schädel ins siedende Wasser gibt, dass man dann eben nicht den Unterkiefer beschädigt, der ansonsten gerne zerfällt, die Zähne fallen raus, der fällt in der Mitte auseinander oder sonst irgendwas. Also einfach mal ausprobieren, aber da haben wir ihn schon. Da sind jetzt auch noch Fleischreste drin und dran und vor allem vorne an der Spalte ist meistens noch etwas Knorpel. Ist es ganz gut, wenn es zusammenhält. In dem Fall hält der. Das Fleisch ist auch noch ein bisschen fest. Man kann da entweder dann mechanisch das Ganze bearbeiten mit dem Messer oder mit der Bürste. Oder man trennt das auch sauber und feilt das dann ab, wenn es getrocknet ist. Aber ja, wenn man das so sieht, der ist immer richtig dann gekocht worden, wenn die Zähne noch festhalten. Ja, die Zähne fallen da am liebsten am Anfang aus. Hier wackelt jetzt auch schon ein, zwei. Ich glaube, ich nehme auch noch mal einen raus. Den klebe ich dann nachher wieder ein. Aber ansonsten ist es ganz gut geworden. Also in dem Fall war es grenzwertig mit 5 Minuten. Ein 80er, 85er Hecht braucht garantiert seine 5 Minuten. Ein 60er ist mit 5 Minuten schon fertig. Das müsst ihr dann jeweils, je nachdem, wie fett gefressen ist, der ist auch selber ausprobieren. Aber ihr kommt da sicher hinter. Auf jeden Fall sieht man schon, dass das relativ schönes Präparat wird. So, jetzt habe ich das Ganze mal befreit. Und dann ist das nämlich so, dass man jetzt hier die Zähne habe ich glaube ich am Anfang schon wieder eingeklebt gehabt oder hier noch nicht. Ich habe den eben vorne getrennt, um das sauber die Spalte abzuarbeiten. Das kann man einfach wieder mit Sekundenkleber zusammenkleben. Ist kein großes Problem. Man sollte jetzt so direkt nach dem Kochen dann das Ganze für mehrere Tage irgendwo zum Trocknen zurücklegen. Temperaturstabiler Raum und dann nach 3 bis 5 Tagen ist es durch. Man sieht, da sind jetzt noch leichte Verfärbungen drauf oder sowas, um die kümmern uns nachher noch. Aber an dieser Stelle ist eben jetzt die Trocknung erstmal angesagt. Zurücklegen. Wenn man abends mal Zeit hat, kann man sich dann wieder drum kümmern.
ein paar Tage später, jetzt im getrockneten Zustand. Und da seht ihr, ich habe unten schon wieder geklebt. Der Kiefer ist jetzt wieder ganz. Die Kiemendeckel sehen auch ganz gut aus. Und ja, hier nochmal, ne, einfache Sekundenkleber genommen und damit die Zähne und den Kiefer wieder zusammengesetzt. Und jetzt geht es darum, dass man entweder sagt, man legt das ganze Ding in Wasserstoffperoxid, um es ausbleichen zu lassen. Oder wir nehmen natürlich auch hier wieder die günstigere Variante, weil wer hat dann schon so einen Keller und will da die Chemikalien zu Hause liegen haben. Also kümmern wir uns um diese seitlichen Verfärbungen mit dem günstigsten Mittel, was wir finden konnten. Und das ist dann das gute alte Deckweiß. Da kostet eine Tube vielleicht 50 Cent oder sowas. Und das muss auch kein Markenprodukt sein, sondern wirklich das Allergünstigste. Wichtig ist, dass ihr nur ganz geringe ne Mengen nehmt und damit dann die betroffenen Stellen eben sauber einpinselt und auch darauf achtet, dass ihr das Deckweiß sauber ausstreicht in alle Richtungen. Also es soll wirklich nur eine Millimeter, halbe Millimeter Schicht drauf sein, weil ansonsten sieht es nachher echt doof aus. Ja, das sieht dann aus wie so eine gemalerte Wand. Braucht kein Mensch, aber wenn man damit sauber arbeitet, mein Gott, die 50 Cent, so eine Tube, die reicht auch für 20, 30 Hechte. Ja, die Hechte haben manchmal eben diese Verfärbungen oder wahrscheinlich auch Probleme mit Zahnsteinen oder was auch immer. Aber das kriegt man da wieder sehr schön und sehr sauber hin. Andererseits kann man auch sowieso das komplette Hechtgebiss dann eben einmal mit Deckweiß abdecken, aber sauber ausgestrichen und sehr dünn, damit die nachher nicht nachdunkeln. Manchmal, wenn man es an einem sonnigen Platz oder sowas aufhängt, kommt das ja vor. Zweiter Schritt. Jetzt fangen wir an, den Schädel zu konservieren. Man kann entweder eben hier Klarlack nehmen, Nagellack oder Haarspray. In dem Fall werde ich jetzt die Erstpräparation mit dem Nagellack machen. Habe ich gekauft für auch 1 Euro oder sowas in so einer Drogerie. Kommt man sich vielleicht als Angler ein bisschen doof vor, aber trotzdem. Ja, und dann gerade mit dem Pinsel, der dabei ist, sauber alles überstreichen, abstreichen. Ihr seht auch direkt nach dem Deckweiß. Ist kein großes Problem. Und da sollte man großzügig sein. Ja, also kann deswegen auch dieses Brektin darunter. Da kann man ruhig eine Masse auftragen. Je mehr Schichten, auch mehrschichtig, desto schöner, desto langlebiger wird nachher das Präparat. Es ist auch nichts anderes als ein Auto zu lackieren. Und vor allem die Zahnansätze, Zähne, dass es in jede Lücke reinfließt. Die Kiemendeckel kann man dann ebenfalls mit der Klarlack überziehen. Und grundsätzlich hat man dann schon ein Präparat. Manche Leute nehmen ja die Kiemendeckel und bohren sich da Löcher rein und hängen die sich an den Rückspiegel ins Auto oder sonst irgendwas. Das mache ich jetzt persönlich nicht. Sondern ich werde es nachher dann eben auch als Einheit präsentieren. Ja, ist ein bisschen Fummelarbeit, aber es lohnt sich. Klar, wer einen großen Eimer hat mit Klarlack, der kann da auch einfach mal das Hechtgebiss eintunken. Aber ich brauche das Zeug nicht so in der Menge. Es gibt es ja auch im Bastelbedarf oder
Modellbau oder Klarlack kriegt man an jeder Ecke. Nagellack, klarer Nagellack ist eben das günstigste, das einfachste. Es war am weitesten verbreiteteste. Und deswegen war die Entscheidung da relativ einfach. So, jetzt geht's weiter mit den Kiemendeckeln. Da darf man sich auch nicht zu schade sein. Einfach fröhlich munter drüber. Nicht sparen am Lack. Trotzdem gucken, dass man es einigermaßen sauber ausstreicht. Umdrehen, nochmal drüber. Man kann den Vorgang auch zwei, dreimal wiederholen. Und jedes Mal eine neue Schicht auftragen. So, da sieht man dann schon ungefähr die Schmetterlingsform, wie ich es nachher verkleben werde. Und das oben zwischen dem Hechtkiefer sieht es ganz gut aus. Also Empfehlung, Nagellack. So, hier geht's dann weiter mit der Präsentation. Ich habe mir hier ein kleines Brettchen zusammengeschnitten. Das ist nicht besonders hübsch. Schmirgelpapier. Und dann geht's auch schon los. Einmal versuchen, eine einigermaßen saubere Oberfläche hinzubekommen, die Kanten etwas zu entgraten. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie es in der Original-Soundaufnahme mit der Kamera auf dem Tisch dann geklungen haben muss. Also ein Traktor war echt nichts dagegen. Wenn man eben die Maserung vom Holz rausholt, ist jetzt ein bisschen ein helles Holz, aber es hat trotzdem Maserung. Ich hatte es gerade noch da liegen, das Brett, ein Stück runtergeschnitten, fertig aus. Was natürlich besser kommt, sind Baumscheiben. Und wenn man die vorher ordentlich abbeizt, dann machen die richtig was her. Das kennt man auch aus dem Bereich der Jagd, worauf dann irgendwelche Geweihe präsentiert werden. Aber hier für das kleine Anleitungsvideo sollte das doch reichen. Vor allem so ein Brettchen ist halt auch stabil. Da kann man nachher Anhänger, Nagel, wie auch immer man es für befestigen will, Aufsteller, alles Mögliche ransetzen, wenn man da so ein Plastik Aufsteller nimmt oder sowas. Das ist nix. Da gehört ein Fisch schon auf Naturholz gelegt und deswegen. Ja, ich arbeite hier noch wie ein Wilder offensichtlich dran rum. Aber das passt doch jetzt dann so langsam, oder? Bin ich noch nicht fertig? Na, ein bisschen noch. Ich hatte das Gebiss zumindest vorher mal aufgelegt, dass es von der Breite her drauf passt. Und das ist jetzt komplett noch unbehandeltes Holz. Es hat auch seinen Sinn, kommen wir gleich dazu. Und jetzt ist dann der Platz für den Hecht geschaffen. So, da haben wir den Kiefer wieder. Und der ist jetzt eben auch ausgetrocknet. Und sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Und den bringen wir jetzt auf das Brettchen auf. Man kann danach sich auch noch eine kleine Messingplakette oder sonst irgendwie, gerade bei Amazon oder sowas, bestellen, bedrucken lassen. Ich habe das da auch nur eben mit ganz normalem Stift gemacht. Hier sind die verschiedenen Alternativen.
Ihr könnt es mit Sekundenkleber wieder machen, wie es wir jetzt in diesem Video machen. Ihr könnt da aber eben auch Heißkleberpistole nehmen. Heißkleberpistole hat immer so ein bisschen den Nachteil, dass sich das Zeug irgendwann anfängt zu lösen und einfach nicht so stabil hält. Also ich bin ein großer Fan von Sekundenkleber. Damit kriegt man alles irgendwie hin. Man kann auch relativ in die Breite arbeiten. Hier richte ich mal einigermaßen alles aus, damit man auch sieht, wie das Präparat am Ende ungefähr aussehen soll. So, jetzt hat man eben diese Schmetterlingsform, wenn man die Kiemendeckel zusammenlegt, und das Ganze wird dann unten schön umrandet vom Hechtunterkiefer. So, jetzt geht's los. Direkt kleben sollte man nicht, deswegen nochmal hier das Extrabrett, und dann heißt es großzügig werden. Auch mit dem Sekundenkleber. Der Hechtunterkiefer ist etwas uneben. Wenn ihr den auflegt, seht ihr nicht immer genau, wo die Klebepunkte sind. Deswegen großzügig sein, Sekundenkleber drauf. Auch kein Markenprodukt, irgendwie 5 Tuben in Euro, im Euroshop oder sonst irgendwas. Und dann am Anfang spannend gerade versuchen, das Ding aufzulegen. Ne? Man kann sich's auch einzeichnen oder sonst irgendwas. Ich mache es ein bisschen freihändig. Es macht auch nichts, wenn der Sekundenkleber da jetzt auf dem Brettchen irgendwie ein bisschen rumfließt. Das seht ihr gleich, ich arbeite oben auch nicht ganz sauber. Aber jetzt sitzt er einigermaßen. Und dann eben nochmal an den Punkten, wo der Kontakt hat. Ihr seht es dann, wenn ihr es gegen das Licht haltet, nochmal ordentlich Sekundenkleber drüber, damit sich auch das Gebiss wirklich mit dem Brettchen verbindet. So, jetzt richte ich einigermaßen die Kiemendeckel dazu und gucke, dass es zentriert ausgerichtet ist. Wichtig ist, dass ihr euch merkt, wie rum ihr sie draufgelegt habt, bevor ihr den Kleber auch wieder hier sehr großzügig, weil die sehr uneben sind, auflegt. Wieder richtig hindrehen. Leicht drücken. Ihr seht, ich arbeite da relativ fleckig. Aber das hat alles seinen Sinn. Am Ende sieht man das auch nicht mehr. So, jetzt kommt die Schmetterlingsform raus. An der Stelle solltet ihr schnell arbeiten, weil der Sekundenkleber doch anzieht. Und dann nochmal großzügig beide Kiemendeckel miteinander verbinden und die Kanten nochmal mit Sekundenkleber nacharbeiten. So, und dann lässt man das Ganze wirklich gut durchtrocknen. Ach, hier vorne war mir noch nicht genug. Durchdrücken lassen, auch die Tropfen auf dem Brettchen oder sonst irgendwas. Alles egal, sieht man am Ende nicht mehr. So, jetzt geht's nach draußen. Spannung, Spannung. Ich habe mit einer wunderschönen Schrift mein Präparat versehen. Oben seht ihr einen Streifen mit Sekundenkleber. Hier unten seht ihr auch noch Sekundenkleber rumlaufen. Der Hecht sitzt aber jetzt auf dem Brettchen bombensicher drauf. Den kriegt man da auch nicht wieder runter. Und jetzt kommt das gute alte Haarspray. Schütteln. Gibt es ebenfalls für, weiß ich nicht, 1-2 Euro oder sowas. Habe ich gleich mit dem Klarlack geholt gehabt. Und in einem gewissen Abstand, 20-30 cm, sprüht ihr jetzt mehrere Lagen Haarspray drüber. Und versiegelt so das komplette Präparat nochmal. Ja, das Holz nimmt jetzt am Anfang auch ein bisschen viel auf.
das ist durstig. Aber es wird einfach geschützt. Man kann später ordentlich Staub wischen. Es kriegt eine schöne glänzende Oberfläche. Die Kiemendeckel und der Kiefer setzen sich auf dem Holz schön ab. Wenn man das vorher noch dunkel abgebeizt ist, hat, kommt es noch besser raus. Ihr seht, unter dem Haarlack verschwinden dann auch komplett alle Flecken vom Sekundenkleber. Und ja, hier sehen wir dann so das fertige Ergebnis. Das fertige Präparat. Es kann sich sehen lassen. Mit der Schrift, ich weiß, es ist hässlich, kann man schöner machen. Aber so ein Hechtkiefer ist einfach was Beeindruckendes. Man hat eine tolle Erinnerung und deswegen kann ich es jedem nur empfehlen. Für einen kleinen Geldbeutel auch. Ja. Hecht präparieren, Meterhecht, zahlt man ja locker 500-600 €. Das ganze Ding, bisschen Arbeitszeit, ein paar Minuten, fertig aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Abo und ein Like da. Danke und hier kommt noch das Outro. Macht's gut. Ciao.